Wir sind hier in der Impfaktion für Studierende und junge Erwachsene zwischen 18 und 27 an der Universität Trier. Wir haben heute Morgen angefangen und aktuell etwa 1100 Anmeldungen, die wir jetzt an zwei Tagen, sprich 500 Impfungen pro Tag mit dem Stoff BioNTech verimpfen. Wir haben das Portal für diese Impfanmeldung noch komplett offen geschaltet für diese Woche. Sie können sich gerne noch anmelden. Die Aktion kann von uns bis inklusive nächsten Mittwoch verlängert werden. Wie lange es konkret wird, das entscheiden wir dann ganz einfach, wie die Anmeldelage ist. Freitag ist auf jeden Fall gesichert, Montag auch wahrscheinlich. Wir werden alle Studierenden mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz, alle Studierenden, die in Rheinland-Pfalz eingeschrieben sind und alle jugendlichen Auszubildenden impfen. Jeder, der kommt, ist herzlich willkommen. Ich bin der Rudi Bernhard Kruß, Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses der Universität Trier. Wir freuen uns sehr darüber, dass die Universität in sehr kurzer Zeit so eine logistische Meisterleistung hier erbracht hat, potenziellen 5000 Menschen eine Corona-Erstimpfung anzubieten. Die Impfaktion läuft seit heute Morgen sehr ruhig an. Wir haben Blöcke von 30 Personen alle 30 Minuten. Der Ablauf ist so gestaltet, dass sie zuerst empfangen werden. Es wird kontrolliert, ob sie angemeldet sind, ob sie alle ihre Unterlagen dabei haben. Dann erfolgt eine Aufklärung durch Ärzte über Nebenwirkungen, Folgen der Impfungen und so weiter. Und dann der eigentliche Impfakt. Hinterher wird es noch eine Zeit eine Beobachtung geben, falls plötzliche Impfreaktionen auftreten sollten, sodass Sie insgesamt maximal mit etwa 30 Minuten rechnen müssen für den gesamten Prozess. Wir haben diese Organisation für 500 Impfungen am Tag am Donnerstag gestartet, am Freitag ist es online gegangen und seit heute sind wir produktiv. Mit wie vielen Leuten ist das DRK hier im Einsatz? Ungefähr 10 Leute am Tag. Ja, und die Aufgabe des DRK? Genau, also die Uni Trier hat uns die Räumlichkeiten hier zur Verfügung gestellt und wir haben hier Ärzte, Apotheker und Impfer und Helfer vom DRK mitgebracht und haben das Ganze hier organisiert und in enger Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum den Impfstoff bekommen und Impfmaterial und haben uns hier, sag ich mal, häuslich niedergelassen, uns eingerichtet und genau. Jetzt unterstützen wir die Uni bei den Impfungen. Mein anderer Impftermin, der war einen Monat lang entfernt halt. Den hatte ich erst Ende Juli. Dann habe ich von der Uni halt eine E-Mail bekommen, dass das sie hier machen. Da habe ich direkt mich angemeldet. Jo, fand ich gut, da bin ich halt schneller schon durch. Ja, war überhaupt nicht schlimm und es ist sehr wichtig, dass sich jeder impfen lässt für die Herdenimmunität. Hier eingeschrieben als Student? Ja. Das war's auch schon. Okay.